Hallo, ich bin's wieder, Dennis Witthus, und ihr könnt mich heute begleiten auf meiner ersten Geschäftsreise mit dem Tesla. Wenn ihr also dabei sein wollt, dann schaut euch dieses Video an. Den Shorthander, der ist im Service Center, weil der Autopilot ja repariert wird. Ich habe diesen Leihwagen gekriegt und es ist ein 70D und ich habe heute einen geschäftlichen Termin in der Hammerzentrale in Porta Westfalica. Wir fahren jetzt also von Bremen nach Porta Westfalica und schauen, ich habe damals ja den 90D Akku bestellt, weil ich mir gesagt habe, so viel Akku wie möglich und damit Reichweite. Aber ich glaube, der 70er Akku, den es ja nicht mehr gibt, jetzt gibt es den 75er, damit reicht das völlig aus. Nach Porta Westfalica sind es über die Autobahn ca. 200 Kilometer. Kurz vor Porta ist in Lauenau ein Supercharger, an den wir gehen könnten. Wir haben jetzt 365 Kilometer Reichweite. Ja, und wir fahren dann einfach mal los, gucken, ob wir da gut hin und zurück kommen. Wir sind jetzt auf der Autobahn in Richtung Hannover. Wir fahren also über Hannover dann in Richtung Porta Westfalica und er sagt uns, wir kommen dort mit ungefähr 20% Akkureichweite an. Weil ich das ja schon kenne, bin ich natürlich ein wenig früher losgefahren und wir hätten sogar noch Zeit dort am Supercharger für einen Kaffee. Und um ein wenig nachzuladen und würden dann immer noch rechtzeitig, wenn wir jetzt keinen Stau kriegen, in Porta Westfalica ankommen. Also ich habe eine halbe Stunde mehr eingeplant. Ja, mein Tesla, der rote Shorthander, der ist in Hamburg im Service Center. Dort wird er repariert. Der Autopilot funktioniert nämlich nicht. Also habe ich ihn gestern nach Hamburg gebracht. Die kümmern sich jetzt drum, das Radar wird eingestellt und ich habe gestern schon einen Anruf gekriegt, er soll schon funktionieren, der Autopilot, und ich kann ihn also wieder abholen. Ja, was haben die mir für ein Auto mitgegeben? Das ist hier ein Werksfahrzeug von Tesla. Tesla macht es wohl so, wenn Kunden sich einen neuen Tesla bestellen, weil er neue Features hat, zum Beispiel dieser Wagen hat noch keinen Autopiloten, dann nimmt Tesla die Gebrauchtwagen in Zahlung und nimmt die in die Flotte. Deswegen habe ich hier einen Tesla, der hat noch keinen Autopiloten. In der Konfiguration ist der, ihr seht das hier jetzt auf der Kamera, schwarz, 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 also außen schwarz, schwarze Lederausstattung und einen schwarzen Dachhimmel. Er hat das Schiebedach. Was sind die großen Unterschiede zu meinem Auto? Er hat einmal hier, dieser Wagen, nicht das Luftfederfahrwerk. Und das merkt man doch deutlich. Also er ist straff abgestimmt, es macht Spaß ihn zu fahren, es ist ganz sportlich, aber er schluckt die Querfugen nicht so weg
Und man schwebt nicht so über die Autobahn wie mit dem Luftfederfahrwerk. Das Luftfederfahrwerk kann man auch hoch und runter fahren. Es fährt sich dann auch teilweise selber hoch und runter, denn es lernt, dadurch, dass der Wagen mit dem Internet verbunden ist, lernt es dadurch, wenn man dort den Wagen schon mal hochgefahren hat. Oder ich glaube auch, wenn andere Tesla-Fahrer den Wagen dort an gewissen Stellen hochgefahren haben. Denn der Wagen fährt manchmal selbsttätig hoch und passt das Fahrwerk also an. Also dieser hat nicht das Fahrwerk, das Luftfederfahrwerk, sondern das normale. Mein Fazit ist, das normale Fahrwerk ist gut, aber das Luftfederfahrwerk ist besser. Damit geleitet man noch mehr über die Autobahn. Ja, was ist noch ein großer Unterschied? Ein großer Unterschied ist, er hat nicht die Doppelladerfunktion, die wir schon im letzten Video erwähnt haben. Das heißt, er lädt an 22 kW Säulen nicht mit voller Ladegeschwindigkeit, sondern nur halb so schnell mit 11 kW. Das habe ich auch an meiner Box zu Hause gesehen und gestern, als ich in der Innenstadt an einer SWB-Säule geladen habe. Das dauert doppelt so lange. Wenn man also viel darauf angewiesen ist, in der Stadt nachzuladen, dann sollte man schon den Doppellader nehmen. Also ich bereue das nicht. Ich finde, es geht nichts über Ladegeschwindigkeit, wie der Alex das im letzten Video schon erwähnt hat. Ja, was man ansonsten noch sagen muss, man sieht, dass das ist ja der Wagen vor dem Facelift, dass Tesla den Wagen schon verbessert hat. Zum Beispiel haben wir hier vorne Luftschlitze im Armaturenbrett, die sich in der Fensterscheibe, in der Frontscheibe spiegeln. Das hat Tesla zum Beispiel auch abgestellt. Und dann wirkt der Wagen hier, der wirkt nicht so gut gedämmt. Also die Türen, als wenn sie da was drin verändert hatten, die klappen nicht so satt zu. Also man sieht schon, dass Tesla irgendwie die Autos ständig verbessert. Das Wetter anfangs teils noch freundlich, später wolkiger mit Schauern bei 8 bis 12 Grad. Im Studio ist Liane Kussmann. Schönen guten Morgen. Wir sind jetzt ungefähr 150 Kilometer in anderthalb Stunden gefahren. Wir sind früh genug losgefahren, dass wir jetzt eine kleine Pause machen können. Einen Kaffee trinken, meinen ersten Kaffee heute, den Supercharger in Lauenau, nehmen wir dazu mit. Da nutzen wir die 20 Minuten, 30 Minuten, um dann, wahrscheinlich sind wir dann voll und kommen dann mit einem vollen Auto da in Porta Westfalica in der Hammerzentrale an. Keine andere vergeben. Da wären wir. Jetzt ist Zeit für den ersten Kaffee, aber vorher gucken wir noch mal eben, wie lange er jetzt laden muss, bis er voll wäre, wie der Akkustand ist und wie lange wir nach Porta jetzt noch brauchen von hier. Also wir bräuchten eine Stunde und 10 Minuten, bis er ganz voll ist. Da er aber zum Schluss natürlich viel langsamer lädt, weil die Batterie sich ausbalancieren muss, denke ich, müssten wir nach 25, 30 Minuten fast voll sein, zu 80-90%. Ja, jetzt ist Zeit hier für den ersten Kaffee. Wir brauchen noch 25 Minuten nach Porta Westfalica. Wir können hier jetzt in Ruhe 20 Minuten Pause machen, ein wenig laden
und uns auch die Beine vertreten. Meine Fitnessuhr sagt auch, Dennis, du brauchst Bewegung. Und dann muss ich jetzt ein wenig arbeiten. Ja, so, das war's jetzt. Wir haben 18.35 Uhr. Ich habe das hier mal den Heimweg ins Navi eingegeben. Er sagt mir jetzt, wir müssen nicht mehr laden. Wir müssen also an keinem Supercharger mehr anhalten und würden mit 26% Restreichweite in Bremen ankommen. Bitte. Ja, Fazit. Das bedeutet, mit einem 70D als Geschäftsmann kommt man zu seinen Terminen, die ungefähr 2 Stunden entfernt liegen, problemlos hin und wieder zurück. Man hat keine unnötig langen Ladezeiten. Wir haben heute Morgen einmal kurz geladen. Das reicht aus. Über den Tag haben wir nicht geladen. Ich bringe den Wagen jetzt morgen zurück und hoffe, dass ich dann meinen roten wiederkriege und dass der Autopilot endlich funktioniert. Und da mache ich dann auch ein Video drüber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Mein Name ist Dennis Wittus. Ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren. Wenn ihr auf die Glocke läutet, wird euch jedes Video angezeigt, was neu ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.